wundern sich, weil ich vielleicht etwas eigenartig aussehe? Ja, da gibt's gar nichts zu wundern. Ich tue genau das, was wir heute in der Lesung hören. Das heißt, einmal, wir sollen uns das Wort Gottes aufs Herz schreiben. Ich komme hier an mein richtiges Herz nicht heran. Darum habe ich mir dieses hier machen lassen und da ein Bibelwort draufgeschrieben. Wir sollen weiter das Wort Gottes als Kopfschmuck benutzen, damit wir das Wort Gottes immer vor Augen haben. Habe ich auch getan, da sind Bibelworte hier drauf, die ich da vor Augen habe. Und wir sollen die Worte Gottes uns ans Handgelenk binden, habe ich auch getan. Ja, man muss ja doch tun, was in der Bibel steht. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, aber das ist doch so buchstäblich nicht gemeint. Das will doch sinnbildlich verstanden sein. Das ist in dem Sinne gemeint, dass wir uns des Wortes Gottes immer bewusst sein sollen, dass es nötigenfalls im Leben auch greifen kann, wenn die Situation es erfordert. Anscheinend ist der alte Mann da nicht mehr ganz klar im Kopf, dass er das nicht mehr kapiert. Aber, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ich kann Sie beruhigen, ich bin noch. Ich weiß das natürlich auch, aber man kann ja am Fasten auf Sonntag schon mal eine andere, heitere Art wählen, um das Evangelium zu kommentieren. Und darum will ich doch mal zu Ihrer Beruhigung diese Attribute einer allzu fundamentalistischen Bibelauslegung an die Seite legen und dann zur Sache kommen. Ich sagte, zur Sache kommen. Das heißt nicht unbedingt nüchtern und ernst. Wir sollten nie vergessen als Christen, und der Fastnachtssonntag könnte uns daran erinnern, dass die christliche Botschaft wesentlich ein Evangelium ist, und das heißt auf Deutsch eine frohe Botschaft, und dass sie als solche auch verkündet werden will. Es hat Heilige gegeben, die gerade durch die frohe Art und Weise, das Wort Gottes zu verkünden und natürlich auch entsprechend zu leben, das gehört ja zusammen, die jedenfalls auf diese Art und Weise einen ganz außergewöhnlichen seelsorglichen Erfolg gehabt haben. Einer von ihnen war beispielsweise der heilige Philipp Neri in Rom, Seelsorger. Ja, das waren richtige Komiker, ein Witzbold. Ganz Rom lachte über seine Scherze und Witze, die er machte. Aber gleichzeitig war er ein tief frommer, ernstzunehmender Priester, der durch seine frohe Art die Menschen für den Glauben begeistert hat. Ähnlich schaffte das in Turin der heilige Don Bosco. Das war auch so ein Witzbold. Der hat besonders die Jugend auf diese Art und Weise neu zu Christus hingeführt hat. Und der dritte im Bunde schließlich war der heilige Franz von Sales. Der war natürlich kein Witzbold und Komiker, er war ja auch Bischof, das hätte sich auch kaum mit seiner Würde vertragen. Aber auch er verstand es, durch seine Leutseligkeit und den frohen Charakter die Menschen, die Herzen der Menschen zu gewinnen. Und was diesen Franz von Sales angeht, so stammt von ihm ein Wort, das auf eine sehr anschauliche Art und Weise den Zusammenhang aufzeigt zwischen heiterer Wortverkündigung und entsprechendes Leben, wie gesagt, das gehört zusammen, und seelsorglichem Erfolg. Er hat einmal gesagt, mit einem einzigen Tropfen Honig fängt man mehr Fliegen als mit einem ganzen Fass voll Essig. Ein verblüffendes Rezept, aber es stimmt doch. Als ich vor Jahren dieses Wort kennenlernte, da habe ich eine solche Freude daran gehabt, dass ich nicht umhin konnte, das ist ja so eine alte Leidenschaft von mir. Ich habe ein paar Verse über diesen Satz gemacht. Und mit diesen Versen möchte ich nun meine Gedanken zum heutigen Fastnachtssonntag beschließen. Es war einmal ein Priester, sehr fromm, doch ernst und düster. Er geißelte die Sünden,
statt Gottes Zorn verkünden, drohte den schwarzen Schafen mit schweren Höllenstrafen. Sie sollten sich bekehren und endlich auf Gott hören. Wenn man ihn reden hörte, wie er die Schrift erklärte, das Herz fing an zu klopfen, der Schweiß fing an zu tropfen. Doch Jesus mit ihm schimpfte, weil er die Angst einimpfte. Hab ich das denn getan? Fuhr er den Priester an. Nein, du musst dich bekehren, die Menschen anders lehren. Dein Predigen vergess ich, das ist doch lauter Essig, denn bei den Frohen wohn ich. Dir fehlt der Tropfen Honig. War meine Ordensfrau, die nahm es ganz genau, Gelübde und so fort, weilt oft am heiligen Ort, dort sah man sie dann beten, in allen ihren Nöten, auch für die armen Seelen. Doch war sehr zu empfehlen, ihr Tun ließ auszuweichen, kratzbürstig, sondergleichen, hat stets ne saure Miene, ne richtige Knütterträne. Da wurde Jesus zornig, du bist mir viel zu dornig, ich möchte keine Braut, die stets so brummig schaut. Dann bete, das vergess ich, daneben ist doch Essig, die Freundlichen belohn ich, dir fehlt der Tropfen Honig. Die Frau und auch ihr Mann, ein christliches Gespann, waren fromm bis dort hinaus, sehr oft im Gotteshaus, von oft auf Pilgerreisen und sangen fromme Weisen. Doch jetzt die andere Seite. Sie lebten stets im Streite, mit Nachbarn und Verwandten, mit Onkel und mit Tanten, sie hatten Krach mit allen. Das tat dem Herrn missfallen. Von Liebe lasst euch schenken, mit Menschen Freude, von Liebe lasst euch lenken, mit Menschen Freude schenken, das sag ich unablässlich. Ihr steckt hier voller Essig, die Friedlichen belohn ich, euch fehlt der Tropfen Honig. War ein moderner Christ, der sprach, wenn das so ist, dann lieg ich ja wohl richtig. Die Messe ist nicht wichtig, die Kirchenlauferei ist doch nur Heuchelei, ich bet für mich allein. Doch Jesus sprach, o nein, beim sonntäglichen Mahle sollst du aus heiliger Schale doch meinen Leib empfangen, danach geht mein Verlangen. Ich lade dich freundlich ein, sonntags mein Gast zu sein, und du bleibst einfach fern und nennst das noch modern. Du bist unzuverlässig, ist auch eine Form von Essig. In der Gemeinschaft wohn ich, dir fehlt sehr wohl der Honig. So lasst uns also beten in unseren Christseinsnöten. Ach Herr, du hast ja recht, wir sind oft wirklich schlecht. Der eine ist so streng, sieht alles viel zu eng. Der andere ist zu lau, nimmt's gar nicht so genau. Der dritte ist zu trübe, dem vierten fehlt die Liebe. Keiner ist ideal, und dann ist das fatal. Was mach ich da denn bloß, wie komm ich davon los? Wo krieg ich Honig her? Das Leben ist so schwer, ist manchmal richtig stressig. Daher der viele Essig, doch mögt den ewigen Lohn nicht. Gib du mir viel, viel Honig. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche nun Ihnen allen und auch mir selber viel Freude in diesen Fastnachtstagen, viel Honig. Am Aschermittwoch beginnt dann ja die saure Gurkenzeit, denn mit der Fastenzeit beginnt dann ja wieder die ernste Zeit im Kirchenjahr.